Na, da ist er ja schon. Du siehst aber immer noch nicht sehr gesund aus. Schon einen Trank machen? Natürlich. Gut, Impact. Da musst du tatsächlich nochmal herhalten. Ob du willst oder nicht. Na dann, ab in den Weltraum. Nun, los geht's. Sieht's nicht so aus, als würde etwas fehlen. Ja, ich habe Hunger. Wir brauchen ein paar Snacks. Es riecht hier nach Maschinenöl. Sasuke wurde gekidnappt. Sasuke? Ah, jetzt weiß ich, was hier fehlt. Verdammt, lass ihn uns finden. Das ist zu viel der Aufregung für einen leeren Magen. Vergib mir, Sasuke. Hey, Ebisumaru. Ich komme. Okay. Wo haben die jetzt Sasuke hingebracht? Ach, es bleibt dann auch nichts erspart, ne? Oh je. Gut, dann gehen wir mal da drüben gucken. Beziehungsweise, wo kommt jetzt die Leiter auf einmal her? Ah, gehen wir mal hoch. Die war vorher noch nicht da. Sollen das Masken sein? Oh, Sasuke! Sasuke! Oh, ich habe euch gefunden. Beängstigend. Heute ist ein schöner Tag für meine Sammlung. Gib uns Sasukes Kopf zurück. Nein, nein. Dieses Ding ist abstoßend. Was hat es überhaupt? Was ist es überhaupt? Das ist ein Rokurokubi. Er sammelt Köpfe. Na, wenn das nicht Baban ist. Lange Zeit nicht gesehen. Dein Kopf, ich möchte ihn. Ich würde auch mal sagen, den kriegst du nicht so einfach. Na, man soll auch treffen, ne? Ich habe noch eine Menge Geld. Ich weiß nicht wieso, aber dieses Ding ist irgendwie komisch. Vor allem, wenn es nur mit dem Kopf angreift. Ich sollte ein bisschen zielen üben. Definitiv sollte ich zielen üben. So, nimm das. Wir haben ja gelernt, mit diesen aufgeladenen Schuss machen wir deutlich mehr Schaden. Also frisst du erstmal eine Menge unseres Geldes. Scheiße, ich bin ein bisschen eingeengt hier. Und nu? Gehst du zurück? Ah, nein, jetzt hast du auch nur... Okay. Na geil. Jetzt kannst du schießen. Meinst du, das beeindruckt mich jetzt? Wahrscheinlich eher weniger. Okay. Nimm das. Nein, daneben. Tja, ich würde mal sagen, das wird so nix. Ah, jetzt wirst du schneller. Ah, Zielwasser sollte getrunken sein. Och Mann. Ist nur blöd, dass der aufgeladene Schuss dann jedes Mal abbricht, wenn ich mich von irgendwas treffen lasse. So, jetzt aber. Okay, der Treffer war gut. Der war nicht gut. Komm schon, das muss aber gleich reichen. Okay. Ich würde mal sagen, das Ding ist Schrott.
Da ist nur noch eine Hälfte übrig. Na, was kommt jetzt? Okay, die Dämonenmaske. Beziehungsweise der Dämonenkopf. Das sind ja Köpfe, haben wir ja erfahren. Und jetzt denke ich mal, kann ich den aus nächster Nähe erstmal wieder angreifen. Bevor ich gleich mein ganzes Geld geworden bin. Das Ding kann ja gar nichts. Okay. Irgendwie beeindruckt mich das gerade gar nicht. Ich habe Schlimmeres gerade erwartet. Da bin ich ganz ehrlich. Ja, dann haben wir diese Dämonenmaske auch. Den Dämonenkopf. Entschuldigung. Auch geschafft. Aber ich sehe gerade, ich habe nicht mehr viele Herzen. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Oh, Geld! Essen! Geld! Geld! Essen! Jetzt ist das spendabel? Irgendwas ist, glaube ich, nicht richtig mit dir, oder? Bomben? Okay, du kannst also auch anders. Sollte aber deine spendable Runde eigentlich ausnutzen, wollte ich gerade sagen. Zumindest vor den Bomben sollte ich ein bisschen aufpassen. Gut, ich glaube, das hat sich gerade erledigt. Scheiße. Viel Energie konnte ich nicht kriegen. Das ist ein bisschen blöd. Hast du nochmal so eine spendable Runde? Nee. Hätte mich auch gewundert. Ich sag mal, 3-4 Treffer noch und ich bin weg. Warum gehst du zurück? Ach so. Weil du jetzt einfach mal einen Frontalangriff startest. Machst du das nochmal? Ja. Ach du Scheiße. Auf sowas bin ich ja gar nicht vorbereitet. Vor allem, wenn du von allen möglichen Richtungen kommen könntest. Und ich mal so gar nicht treffe. Scheiße. Ah. Ich glaube, es wird nichts. Okay, jetzt kommst du von unten. Komm schon, geh Schrott. Dann ist nämlich nur noch ein Kopf übrig. Ich glaube trotzdem, das wird sehr knapp. Ich will auf jeden Fall fluchen, wenn du jetzt nicht irgendwie noch mir irgendwie Energie spendest. Oder einfach mal dein letzter Kopf wirklich nicht so stark ist. So, das Ding ist auch wieder dort, wo es ist, war. Ich finde es ja trotzdem erstaunlich, dass das Saskis Kopf einfach mal in Ruhe lässt. So, jetzt müsstest du wahrscheinlich Flammen spucken können. Wetten? Ja. Warum auch nicht? Du bist ja ein Drache. Nein! Okay. Das ist schon fies. Wenn die Flammen einfach mal so... Ja, scheiße. Das ist mal klar. Das war klar. Das habe ich so kommen sehen. Ja, dann ist es jetzt Zeit für den letzten Kopf. Na, erst muss er die andere Hälfte noch absetzen. Gut, Feuer frei. Oh, okay, wenn ich ihn treffe, dann... Eieiei. Damit habe ich nicht gerechnet. Dass ich da einfach mal alles in Brand setze. Okay. Das ist schon gemein. Das geht aber auch nur, wenn er gerade Feuer spuckt, wahrscheinlich. Weil ich merke, gerade jetzt hat das nämlich nicht gemacht. Ja, das ist also wirklich, wenn man das direkt in dem Moment abpasst, wenn er Feuer speien will. Ist auch schon ein bisschen fies. Vor allem, wenn man da wirklich darauf achten muss.
dass er das nicht macht. Aber wenn man das weiß, geht's eigentlich. Okay, jetzt schießt er ganz anders. Ich mach das Ganze jetzt auch wieder ein bisschen merkwürdiger. Wie ich das jetzt am besten angehen soll. Solange ich ihn nicht gegen die Decke schießen lasse, ist ja noch alles gut. Okay, das war knapp. Aber gleich zwei Treffer, sehr schön. So. Komm schon. Gib endlich den letzten Kopf auf. Gib uns Sasuke wieder. Oh, oh, und das war blöd. Da habe ich wieder das falsche Timing erwischt. Nein! Ach! Ich habe gepennt. So. Sehr schön. Na, ah, noch einen Treffer konnte ich leider nicht landen. So, komm her. Perfekt. Aber dieser Kopf hält schon wirklich was aus. Ich hatte gerade ein bisschen Angst. So langsam könnte es aber noch reichen. Okay, ich habe zwar noch eine Menge Geld, aber... Man muss es nicht übertreiben, na endlich. So, und nun? Meine Rede. Ihr Leute meint es ernst. Au. Gib uns Saskis Kopf. Auf keinen Fall. Ich hasse es, wenn meine Köpfe beschädigt werden. Also müssen sie hier bleiben. Okay. Warum nimmst du jetzt Saskis Kopf? Och nein. Das heißt nichts Gutes. Hä? Goemon? Ihr seid hier? Ah, Sasuke wird auf einmal dieses... der Kopf dieses merkwürdigen Dings. Ah, was ist das? Dieser Körper ist grotesk. Wie gemein. Ich weiß aber, ich weiß nicht, was du meinst. Was ist aus dem Körper geworden? Was ist aus dem Körper geworden, den du aus Goemon Impacts Schönheit rausgenommen hast? Sasuke, was sollen wir tun? Ich habe eine Idee. Sasuke, zerstöre seinen Körper. Ein Angriff auf den Körper starten? Verstanden. Nimm das und das und das. Ah, was machst du? Hör auf damit. Hör auf. Ja, mein Körper, mein wunderschöner Körper. Ja, wir haben es geschafft. Nun lass uns Akukingu jagen. Goemon, Ibizumaru, Garoku, Baban, Sasuke, hilft mir. Da habt ihr den Nachtisch. Gut, dann haben wir ihn besiegt. Ja, selbst schuld, wenn du einfach mal den falschen Kopf deinen Körper überlässt. Dann musst du mit den Konsequenzen leben. Was lernen wir daraus? Die Moral von der Geschichte. Sammelt fremde Köpfe nicht. Oder so. Gut. Dann wollen wir nochmal gucken, ob es jetzt klappt. Zumindest sieht Impact wieder etwas gesünder aus. Da muss jetzt alles an Ort und Stelle gesetzt werden und dann geht's los. Gut, wir sind bereit.
Bonuspunkte. Achso. Die 740 Punkte noch von den einmal. Erfahrungspunkte Bonus. Was? Okay, wofür? Und Maximum Leben 890. Achso, das sind die aktuellen Punkte, die ich jetzt habe für diesen Kampf. Oh Gott. Beziehungsweise. Ist das ein Roboter? Nee. Wohl kaum. Okay, wie es aussieht, doch. Ja! Ihr seid offensichtlich dumm. Und ich habe entschieden, dass die Erde unter der Macht des großen Akukingu zerstört wird. Niemals! Das werde ich dir nicht zulassen. Ihr großer Akukingu? Ist das der königliche Via? Bist du nicht allein? Bring mich nicht zum Lachen. Wir zerschmettern dich und werden dich auf deinen Hintern der Tatsachen bringen. Akugingo, gib einfach auf. Du weißt, was Goemon erreichen kann. Baban. Du weißt, dass wir stärker sind als du. Mutter wird auch bald hier sein. Was? Lindara? Nein, das kann nicht sein. Du musst lügen. Ich werde euch nervigen Trottel in Weltraumstaub zerschmettern, bevor sie überhaupt hierher kommt. Okay, wollen wir doch mal sehen. 1200, ei, das ist ein bisschen viel. Okay, Raketen? Ne, Bomben. Eieiei. Ah, Kopfnuss. Wir haben Fäuste. Wir lassen uns davon nicht beeindrucken. Okay, du hast deinen Arm wieder. Das beeindruckt dich auch nicht, verstehe. Ah, wollte gerade sagen, muss ich jetzt Angst haben? Aber ja, sollte ich. Okay, feuerfrei würde ich einfach mal sagen. Ah! Der kann das aber genauso gut. Diesmal aber nicht. Diesmal wissen wir, dass du so ankommst. Okay, jetzt kommen wieder Sterne angeflogen. So. Ah! Das ist nicht sehr nett, dass du mit deinen Armen so ankommst. Okay. Damit wolltest du mich beeindrucken? Ist dir nicht geglückt. Daneben. Ich würde mal sagen, mit dem Geld kann ich nicht viel erreichen. Ich kann höchstens versuchen, diese Bomben damit aufzuhalten, wenn es klappen würde. Naja. So, wie schmeckt dir das? Hm? Eine linke und noch eine rechte. Beziehungsweise zwei linke, eine rechte. Okay, noch ein paar. Na komm, zeig, was du kannst. Wir sind schneller. Okay, es geht wieder los. Energiekugeln. Im Anmarsch. Oh, ein Boxhandschuh. Okay, das war ein Oktopus, ich wollte gerade schon sagen. Sah ja im ersten Moment aus wie ein Boxhandschuh. Zeit für ein großes Feuerwerk. Oh nein. Na, was hast du jetzt vor? Irgendwas Neues, Beeindruckendes? Ja. Beeindruckend nicht, aber was Neues. Scheiße. Ich glaube, wir haben ihn langsam wütend gemacht.
Das ist nicht gut. Na komm. Entscheiden wir, wo der lang wird. Links oder rechts, es gibt nur eine Richtung. Ah! Okay, jetzt willst du es wissen. Ich merke schon. Gut, nimm das. Diesen Angriff hätte ich mir vorher herausfinden sollen. Ich habe nur gerade, wenn ich ehrlich bin, gesehen, dass ich unten rechts ja diesen Totenkopf habe. Ich erinnere mich noch an den dritten Teil. Das war damit sozusagen mit Dreieck in dem Fall. Unseren Spezialangriff hier jetzt benutzen können. Und somit einfach mal diesen Roboter schnell klein kriegen. Okay, jetzt kommt er nochmal angeflogen. Okay, das kann ich wirklich nur mit der starken Faust aufhalten. Okay, nochmal sehr viele Energiekugeln, die ich nicht alle aufgehalten kriege. Macht nichts. Wir haben es fast geschafft. Da kann uns dieser Angriff nicht mehr beeindrucken. Okay, du willst es wissen. Ja, Kopfnuss, alles klar. Ich glaube, es war nicht verkehrt, diese Bomben einzusetzen. Wenn ich mir so angucke, dass das Ganze doch etwas knapper jetzt wird. Wenn er so weitermacht, dann wird es echt blöd enden. Ah! Komm schon. Gib auf, Akku Kingo. Ist vorbei. Gesteh endlich deine Niederlage ein. Ich könnte auch noch ablocken, das Ganze, aber... wird das was nützen? Egal. Mach ich mir jetzt keine Gedanken mehr drum. Aua. So. Na komm, trau dich. Und tschüss.